Radio Fantasy. 1000 Euro Morgenwette. So, jetzt kommt die nächste Staffel an Fragen und Spielleiter Chris ist wieder hier. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Chris. Wir haben ja noch eine Frage von gestern offen. Richtig. Aha. So, diese Frage lautet, liebe Froni, hast du schon mal jemanden zum Sündenbock für deine Fehler gemacht? Ja, habe ich. Als kleines Mädchen, da habe ich nämlich generell alles auf meinen Bruder geschoben. Ne? Von wem träumst du nachts? Na, von meinem Freund natürlich. Ey, cool, hat funktioniert. Glück gehabt. Hast du deinen Hund schon einmal geküsst? Ja, ständig. Froni, was ist dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong im Moment ist Starving. Nächste Frage. Mhm. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Aktuell ja. Miriam aus Augsburg möchte gerne wissen, die hat uns eine Mail geschrieben. Hallo. Sie möchte wissen, erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Na klar, das war bei Spider-Man im Kino. Damals, als der erste Spider-Man-Film rauskam. Bruni, bist du auf irgendetwas besonders stolz? Außer auf deine Brüste. Auf meinen Po? Nein, auf meinen Hund bin ich irre stolz. Michael aus Göggingen hätte gerne gewusst, welcher Film bringt dich zum Weinen? Jetzt wird's spannend. Michael. Das Leben des Brian, da weint sie vor Lachen, aber das ist vielleicht was anderes. Bei diesem Film mit diesem Hund, mit dem Akita, Hachiko, mit Richard Gere, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Gibt es eigentlich Menschen, die dich nicht mögen? Ja, nein. Bestimmt, aber sagen es mir nicht. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Ja. Hast du schon mal in einem Geschäft etwas mitgehen lassen? Ja, aber ich habe dafür bezahlt. Ich habe mal fast was mitgehen lassen. Das war allerdings keine Absicht. Ich bin raus und hatte es in der Hand, hatte noch nicht gezahlt und bin dann wieder zurück und habe es dann bezahlt. Oh, das ist vorbildlich. Das ist ja nicht vorsätzlich, sondern vorbildlich. Ja, ich stand schon auf der Straße und dachte mir, oh, Gottes Willen, was tust du? Und dann, ja. Welche Sache an dir würde uns überraschen? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier morgen in High Heels reingestöckelt kommen das würde. Stimmt, ja. Das stimmt, ja. Absolut. Froni ist so ein Sneaker-Fan vor dem Herrn, aber High Heels, ich weiß, kannst du überhaupt damit gehen? Ich habe so ganz niedrige High Heels, habe ich aber die das heißt Ballerinas. Niemals in die Arbeit anziehen. Niedrige High Heels. Froni, glaubst du an Außerirdische? Nein. Hast du dich schon mal in einen deiner Lehrer oder in einen deiner Vorgesetzten verguckt? Mann jetzt, ich will das nicht sagen. Dann kriegst du eine gewischt. Ich bin knallrot, ja? Ja? Ist ja Radio, sieht man ja nicht, ne? Lehrer oder Vorgesetzter? Was muss ich das sagen? Ja. Vorgesetzter. Aha. Hast du schlechte Angewohnheiten, außer dich in deinen Vorgesetzten zu vergucken? Ich esse öfter mal mit offenem Mund und schmatze. Und Froni knackt auch beim Essen so das mit dem stimmt, Kiefer, ja. Das ist ganz heftig. Mhm. Hast du Kosenamen und wenn ja, welche? Moggerle, meine Oma hat mich immer Moggerle genannt. Moggerle. Moggerle, also Moggerle. Käppchen. Wie war denn deine Fahrprüfung? Schlecht, ich bin das erste Mal durchgefallen. Echt? Ja. Ich aber auch. Sollen wir euch kurz allein lassen? Tobias aus Stadtbergen hätte gerne gewusst. Er hat uns eine Frage geschickt an frage@fantasy.de. Das könnt ihr auch machen. Was ist deine größte Fantasie? Meine größte Fantasie ist wahrscheinlich mal in einem riesigen Haus zu wohnen mit ganz vielen Hunden irgendwo am Waldrand. Was findest du eklig? Richtig eklig finde ich so große Spinnen mit ganz langen Beinen. Was magst du an Julian nicht? Ach komm schon. Oh, da gibt's doch nichts. Das ist gemein. Ach danke, danke. Dass ich einfach ein zu netter Mensch bin vielleicht. Einfach, dass das manchmal zu viel ist. Julian, es tut mir leid. Vielleicht sieht er einfach zu hübsch für dich aus. Ja. Kann auch das sein. Kannst du auch ich sagen. Ich mag deinen Pullover nicht. Der ist aber doch ganz okay. Und was magst du an Alex nicht? Ich mag deine Haare nicht. Was? Da ist zu viel Gel drin. Ich mag deine Haare, Alex. Ich bin bei dir. Ich fühle dich. Wurdest du schon mal verhaftet? Nur wegen Sex. Nein. Verrate uns drei deiner Schwächen. Ich bin verplant. Ja. Ich bin manchmal so ein kleines Schweinchen. Yep. Ja. Und ich singe immer mit bei den Liedern. Was oh ja. Alex ja, wahnsinnig ja. nervt und Julian. Nächste Frage. Liebe Froni, wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend und dafür bettelarm? Variante 2 natürlich. Sexy und bettelarm. Ich bin ein bisschen eitel. Nicht arg, aber ein bisschen. Froni, kannst du tanzen? Ja. Was begeistert dich an Augsburg?
Das ist meine Heimat. Coole Stadt, nicht zu groß, nicht zu klein. Finde ich super. Markus aus Friedberg hat uns geschrieben an frage@fantasy.de. Was bringt dich zum Lachen? Am meisten muss ich lachen, wenn die zwei Jungs hier, Alex und Julian, Quatsch machen. Also, wann war das? Das bringt mich definitiv zum Lachen. Schon mal immer, wenn das Mikrofon aus ist und auch manchmal, wenn es an ist. Hier ist meistens ziemlich ernst eigentlich. Ja, okay, dann kommen wir... Eine anständige Show sind wir hier. Bist du eher so eine Räubertochter oder dann doch eher das Prinzesschen auf der Erbse? Bist du so eine Räubertochter, das, Veronika? Das dürfen Alex und Julian beantworten. Räubertochter. Vollgas. Ah, ja. Was war dein bisher geilstes Konzert? Mein geilstes Konzert, Limp Bizkit. Da war ich 16 und meine Freundin und ich haben uns auf die Menge schmeißen lassen und sind dann Stage gedived nach Ernsthaft? Vorne. Ja. Nicht schlecht. Mega. Limp Bizkit ist auch cool. Ja. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen? Krieg und wenn zwei sich streiten. Ich wüsste die Antwort. Also Zickenkrieg mag ich gar nicht. Also wenn Mädels so, die hat das gesagt, die hat das gesagt, da bin ich raus. Also im Grunde genommen magst du alle Mädels nicht. Nein, aber wenn man so, ihr kennt das doch, dieser typische Zickenkrieg, ne. Kannst du kochen? Mit Thermomix, ja. Das ist kein Kochen. Die Frage war, kannst du kochen? Ja. Dann ein bisschen.